Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Svoldigo, dem Plattformer-Spiel auf dem Tablet. Gefällt mir sehr gut. Wollt ihr mich alle verarschen? Warum seid ihr auf einmal alle wieder hier? Oder warum seid ihr auf einmal alle hier? Lasst mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan. Also habe ich schon, aber ist egal. Ich will trotzdem töten. Soll ich immer schön die Seelensplitter mitnehmen? Kann nicht schaden. Ist immer noch... Ne, ist leider nicht das gleiche, schade. Also muss man nochmal zurück. Naja, das dachte ich mir gerade, dass die Scheißmonster wieder da sind. Aber da habe ich zu langsam reagiert. So, komm hier. Du willst doch Magie haben, oder? Du wolltest doch Magie schleckern. So, was ist mal hier? Geheimgang? Kein Geheimgang. Wäre zu schön. Kleine Spinne kann man in Ruhe lassen. Ja, wir machen ihm ordentlich Damage, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ah, da hinten kann man sicherlich auch noch hinkommen. Wunderbar, ist immer noch das... Okay, da hinten ist es. Also wir sind jetzt einmal nach da hinten gekommen. Über uns ist ja das, genau. Was ist das? Die Frage ist... Dieser Brunnen da unten, ob der was bringt. Was ist denn hier? Ui! 112 Erfahrung, ein Sack voller Erfahrung. Oh, wunderbar. Damit haben wir nämlich alle Quests, beziehungsweise alle Schätze hier bekommen. Ja, 3 von 3 Treasures, sehr schön. Ich hoffe mal nicht, dass es dann irgendwelche später noch irgendwelche, hier, geh weg. Aus Reflex richtig gesprungen, ich merke gerade, ich habe meinen Stoppuhr gar nicht angemacht. Weiß also gar nicht, wie lange ich hier euch unterhalte, schon ist ja Wahnsinn. Was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung mehr. Achso, irgendwelche später irgendwelche Level gibt, wo ich dann später nochmal zurückkommen muss. Aus dem Grund, weil ich jetzt noch keine Fähigkeiten oder so habe. Vielleicht irgendwie einen Dreifachsprung oder einen Vierfachsprung oder ein, was ich für ein Damage habe, um da wieder zurückzukommen. Komm, ein Stück weiter noch. Finde ich schon mal ganz gut, dass es bisher nicht so ist. Aber warum fliegt das mal so weit weg, diese Seelensplitter? Ist ja nicht so cool. Komm, dann können wir den Zauber mal sitzen. Vielleicht kann man... Na, wobei ich glaube nicht so auf Zauberei stehe. So, jetzt kommen wir uns theoretisch wieder zurück zu unserem... Portieren. Ja, Kernwood Village oder... Ich kann mich doch gar nicht dahinter teleportieren, okay. Ich dachte, man kann das, aber nein, nee, geht da gar nicht. Man kann nur zu anderen teleportern. Ich dachte, ich musste mich da oben rechts hin teleportieren. Aber ist nicht. Also ich habe es sporadisch schon richtig gemacht. Und die Vieh gehen aber teilweise... Da ist schon wieder einer. Okay, man sieht sie wirklich eindeutig. Da ragt immer so ein kleines bisschen was raus. Ferryman's House. Na, gibt's den bösen Gegner? Nein, aber ein Ferryman. Die Monster haben eine wertvolle Vase gestohlen. Kannst du sie für mich zurückbringen? Ich kann dir über den Fluss helfen. Es ist in dem Turm hoch auf den Hügeln. Hier ist der Schlüssel. Blablabla, okay. Dann nehmen wir den Schlüssel mit. Quest added, recover the Vase. Vase, Vase, whatever. Open, Sesam, öffne ich, find the key. Ja, da unten seht ihr, da ist ein bisschen, da guckt was ein bisschen aus dem Boden raus hier. Deswegen sieht man da eiskalt den... Okay, so komme ich gar nicht rüber, wa? Deswegen muss ich dem doch helfen, scheiße aber auch. ja, machen wir doch gerne, wa? Wir sind ja so nett. Kann ich die eigentlich damit bewerfen? Scheiße, ich wollte die damit eigentlich bewerfen. Aber egal. So, da ist schon wieder ein Gegner. Ob es ja auch Secrets gibt? Ui, da ist der Turm. Abandoned Guard Tower. Und da müssen wir den Schlüssel einsetzen. Zack. Da habe ich schon wieder einen Fledermaus gesehen. Ui. 3 Seelensplitter. Gefällt mir. Ach, der ist gar nicht tot. Jetzt ist er aber tot. Und wir haben uns gleich wieder unser Level. Sehr schön. Der Turm sieht gefährlich aus. Es war klar, dass er auf mich zustößt. Wow, der levelt. Achso. Ach, das ist hier der Korrupte. So ein kleiner Bossgegner hier. Aua. Okay, hat mich doch getroffen. Vielleicht sollte ich aufhören, jetzt mal zurückzuweichen. Vor allem, wenn ich ihn angreife, dann kommt er eh nicht durch. Ich unterbreche ihn also ständig. Und jetzt werden wir mal wieder ein bisschen Attack Damage erhöhen. Ihh, was kommt da raus? Dann kam gerade irgendwas raus aus dem Typen.
So, was haben wir da? Komm, stimmt, zerbrechen die Vase, oder? Hm, nein, kann man nicht, aber... Hm, mal gucken, was wir mit der machen müssen. Vielleicht müssen wir den in den Untergrund oder so werfen, ich habe keine Ahnung. Oder wir müssen ihn zurückbringen. Ach so, klar, ich habe nichts gesagt. Klar müssen wir ihm das zurückbringen, ist das eine wertvolle Vase. Und ich wollte sie kaputt machen. Ich bin ganz gemeiner, ich weiß. Ich bin ganz gemeiner. Solange sie davon nicht kaputt geht, ist in Ordnung. Solange sie davon nicht kaputt geht, ist alles okay. Ah ja, hier war irgendwo Spinnen gewesen, ne? Ist jetzt auch egal. Einfach Rinder und ihm deine komische Vase zurückbringen. Ziemlich große Vase, aber okay. Da hast du. Du hast meine Vase gefunden. Danke dir, Held. Ich aktiviere jetzt das Rift. Treff, also ja, der Übergang dann halt. Good luck and be careful. Aber immer mit Freunden. Jetzt können wir theoretisch zurückgehen und uns das bessere Schwert holen von dem Teleporter. Aber später, jetzt machen wir sowieso schon mehr Damage durch unseren Waffen-Upgrade gerade eben. Sehr schön, und das nächste Tower, wow. Tower für Tower, und da sehe ich doch die Kiste direkt schon. Sehr auffällig auf jeden Fall, kann man hier runter? Ne, kann man nicht, scheiße. Gibt es eigentlich irgendwo, achso, okay, ich verliere nur ein halbes Leben. Reflektiere eingehende Projektile mit deinem Schwert, okay. Ja, war nicht so... Aua. Ich bin gleich tot! Du Arsch. Alles cool, dass ich mit meinem Schwert also was zurückstoßen kann. Gefällt mir. Und dann ist die letzte die letzte Kiste. Geh weg. Was steht denn der so komisch? Ja, ich weiß, dass ich gleich tot bin. Na, war doch so klar. Du feiges Stück. Nee, ich weiß, dass ich kaum noch Leben habe. Ich kann es sehen. Das brauchst du mir nicht da, jetzt habe ich wieder Leben. Bist du zufrieden? Mit blinkendem I. Okay, wunderbar, zurückgeschlagen. Und dann haben wir wieder ein paar Kristallchen. Und das Game speichert übrigens automatisch. Habe ich vorhin in der Option gesehen. Ist also ganz cool, braucht man selber nicht speichern. Ich weiß noch nicht, wo er automatisch speichert, aber... Wir lassen uns mal überraschen, sollten wir sterben. Außerdem, wenn wir runterfallen, verlieren wir nur ein Herzchen. Damit übrigens auch wieder allerdings gefunden, alle Sternchen. Hier und jetzt, Games is saved automatically. Jetzt sollten wir wieder mehr Magie benutzen. Schon lange nicht mehr benutzt. Geh weg. Geh weg. Du Arsch, du. Okay, dann werden wir mal ganz kurz hier hinter teleportieren. Nach Canewood. Canewood Village. Und dann werden wir in den Shop reingehen. Wobei ich... Beam me up, Scotty. Wobei ich eigentlich auf das Ding sparen möchte, auf das, nicht auf die Potion, sondern auf das hier. Auf das Trinket of Fire, 150 Soul Shards, wobei natürlich das Eisenschwert für 80 Soul Shards. Ich glaube, wir kriegen schon recht viele Soul Shards mit der Zeit schon wieder. Kaufen wir uns einfach mal, warum nicht? Und da haben wir eins an Eisenschwert statt einem Grasschwert. Oder Brass ist, glaube ich, sowas ähnliches wie Gras, könnte sein. So, da haben wir jetzt wesentlich mehr Schaden. 10 bis 20 statt 3 bis 6, glaube ich. Was schon wirklich einen Unterschied macht, muss ich schon sagen. Pure, rohe Gewalt. Das regelt. Getötet. Dann schauen wir mal, wo hier das nächste Monster ist, was uns... Was sich gleich einfach mal die Power des Schwertes... reinziehen darf. Marble Mist Cave. Schon wieder ein Cave. Hi. Aua. Okay. Ist das eklig. Der will nicht so wirklich sterben, oder? Ach, der Angry. Okay. Jetzt habe ich natürlich keinen Dings mehr. Aber macht gut Schaden, also dafür, dass ich jetzt wieder, ja, da, die sind ein bisschen rüstungsintensiver anscheinend geworden. Und da habe ich ein halbes Leben, ne, ein ganzes Leben ist es, glaube ich. Zwei von denen. Ah, ne, sind normale Fledermäuse. Level 4 Bett aber allerdings.
Den habe ich mal einen schon mal getötet, den nächsten auch noch. Und da haben wir unser nächstes. Yay, wieder ein Sack Erfahrung. 149 Erfahrung, sehr schön. Wie viel haben wir dann? Fast das Level. Oh, ist aber ziemlich dunkel hier hinten, Mann. Noch zu cool. Egal. Egal, wir haben trotzdem die Kiste gefunden, wäre sehr schön. Also hier unten sind meistens mal Secrets drin, ne? Kann man sich da also merken, ist da mal ein bisschen dunkler gehalten, finde ich nicht so toll. Ich mag eigentlich eher das Helle, aber okay. Ja, ein Hit, der ist down. Ein Hit und der ist weg. Die genauso. One Hit. Ja, die hinterlassen ziemlich viele Soul Shards. Gefällt mir. Hier runter ging es, glaube ich, gerade, oder? Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir da nicht darunter. Da habe ich eine Kiste gesehen. Zack, und dann. Nee, da. Ach, die Kiste. Dann schauen wir mal, ob die Kiste uns irgendwie weiterbringt. Ach ja, klar, klar, klar. Aber warum sollte ich das jetzt machen? Geblockt, ernsthaft? Okay, hier muss ich, glaube ich, hoch. Anscheinend. Kenne ich schon. Achso, komme ich gar nicht hoch. Okay. Deswegen hat er es mir geschrieben gehabt. Sonst komme ich hier gar nicht hoch. Ja, jetzt sind down, der Typ. Ich nehme unsere Seelensplitter mit. Piu, piu. Da mein Stein hier oben noch. Ah, okay, noch höher. Und dann haben wir die nächste, beziehungsweise letzte Kiste. Zack, nochmal 15, glaube ich, waren es gewesen. Und dann müssen wir auch hier alle wieder alle Secrets gefunden haben. Schon mal ganz normal. Jo, alle Secrets gefunden. Hi, geh weg. Du kleiner Busch-Typ, du. Vielleicht sollten wir nächste Runde mal die Magie upgraden, weil die ist schon ziemlich schwach geworden. Cut down 100 Bushes. Hi, schon wieder du. Ja, die sind nicht ganz so cool, die Gegner hier. Nicht so cool. Ich habe doch eigentlich alle Secrets hier geholt. Was ist denn hier hinten noch? Noch eine Kiste. So, so. Wofür ist die denn wohl? Ist das ätzend? Mit der Kiste hier rumzujumpen. Ja, und die schön auf dem Kopf zu haben. Aua. So, aber. Ah ja. Ja, wir müssen einen Dreifachsprung oder so noch kriegen. Dann müssen wir uns das ganze Kistengeschleppe auch, können wir uns das sparen. Müssen uns aber die Achievements angucken. Aber, bevor wir weitermachen, würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause mit Swordigo. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Bye, bye.